Oh, endlich ist es soweit. Ich freue mich so sehr. Ich habe nämlich einen Ausflug geplant und jetzt werde ich mal die Familie damit überraschen. Es geht nämlich in den Aquapark. Okay, ich wecke erstmal Sonja. Sonja, aufstehen, wach werden. Hallo, Schlafmütze, wach werden. Was? Was ist los? Manuel, was ist los? Hab ich verschlafen? Nein, nein, du hast nicht verschlafen, keine Sorge. Aber ich habe eine Überraschung geplant. Manuel, Mann, hast du mich erschrocken? Was sollte das denn? Kannst du mich nicht ein bisschen sanfter wecken? Nein, auf gar keinen Fall. Also, denn jetzt geht's gleich los in den Wasserpark und dann fahren wir alle zusammen hin. Ja, alles so gut. Die ganze Familie fährt in den Wasserpark und wer erfährt es erst kurz vorher? Ich hätte man sowas nicht mal besprechen können. Aber naja, ich will kein Spielverderber sein. Die Kinder werden sich sicher freuen. Dann mache ich mich mal schnell fertig. Lea, du süße Maus, aufwachen. Es geht in den Wasserpark und das allererste Mal für dich. Ich hoffe, du freust dich, so wie ich mich freue. Papa. Lea, weißt du, wo es hingeht? Wir gehen schwimmen. Wir schwimmen heute ein bisschen im Wasser. Schwimmen. Jetzt hat Lea auch schon das Wort schwimmen gelernt. Oh, das heißt bestimmt, dass sie sich freut. Und ich glaube, Luis wird sich auch freuen. Schnell zu Luis. Luis, aufwachen! Luis, steh mal auf! Ganz schnell aufstehen! Was? Wieso werde ich so geweckt? Habe ich verschlafen? Was, muss ich in die Schule? Nein, keine Sorge, du musst nicht in die Schule. Aber steh jetzt schnell auf, wir machen Ausflug in den Wasserpark. Wasserpark, da komme ich ganz schnell aus dem Bett. Und dann jetzt hänge ich in der Leiter. Ja, da warst du ein bisschen übermütig. Komm, ich helfe dir. So, jetzt kannst du dich auch ordentlich fertig machen. Boah, endlich in den Wasserpark, da freue ich mich schon so lange drauf. Ich bin schon so lange nicht mehr schwimmen gewesen. Und ich könnte am liebsten den ganzen Tag, jeden Tag in den Wasserpark schwimmen. Naja, Luis, so lange ist das letzte Mal auch nicht her. Aber ja, ich kann deine Freude schon verstehen. Ich freue mich auch. Hey, Hanna, aufstehen. Es geht in den Wasserpark. Ja, ich bin schon wach. Was? Wasserpark? Genau, wir machen einen Familienausflug und es wird der Wasserpark. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, weil ich wollte da schon total lange hin. Ich liebe Wasserparks, ich liebe Aquaparks. Oh Mann, klasse, endlich! Okay, also ich nehme an, dass wir jetzt alle im Auto sind und es kann von mir aus losgehen. Seid ihr bereit? Ich hoffe schon. Und wenn ja, dann alle anschnallen, es geht los. Ja klar, sind wir alle bereit. Haben alle ihre Badesachen dabei? Ja klar, wir haben alles gepackt. Schnell losfahren. Los, wir wollen nicht zu spät kommen. Manuel, ich erinnere mich an das letzte Mal, als wir uns dieses Auto hier gemietet hatten. Du weißt, wie das geendet hat mit dem Porsche-Unfall. Soll ich nicht vielleicht lieber heute fahren? Ach, Papalapap, das war letztens eine Ausnahme und ja, sowas passiert mir nicht nochmal. Und mach dir keine Sorgen, ich bin ein guter Autofahrer und du kennst mich doch. Endlich da! Zum Glück sind wir angekommen. Wow, sieht der Park toll aus. Der ist richtig cool. Wo sollen wir zuerst hin? Oh, hast du schon die große Rutsche gesehen? Die ist ja voll cool. Und dann gibt es noch eine andere große Rutsche. Oh, und ein Strudelbecken mit einem großen Oktopus. Boah, Oktopus sind so cool. Und da noch ein Delfin. Ein Sprungturm. Boah, ich will unbedingt und noch eine Rutsche. Ja, ganz viele Rutschen. Wow, und da hinten, das sieht ja toll aus. Da ist ja fast ein kleiner Strand oder so mit Fischen. Ja, wir können auch rausgehen zum Schwimmen. Also als allererstes will ich auf jeden Fall rutschen. Ja, auf jeden Fall. Oder springen. Wo sollen wir zuerst hin? Aber rutschen ist eine gute Idee. Nein, als allererstes will ich auf jeden Fall rutschen. Na gut, und das lasse ich mir auf keinen Fall zweimal sagen. Ich bin Erster, Hanna, ich bin Erster. Oh, rutschen, da bin ich auf jeden Fall dabei. Macht Platz, Manuel kommt. Und was ist mit uns? Also Lea und ich bleiben hier einfach stehen, oder was? Hallo, wollen wir nicht mal besprechen? Wollen wir nicht irgendwie alle als Familie was zusammen machen? Toll, alle sind weg. Naja, was machen wir denn dann, Lea? Komm mal an meine Hand. Denn wir können erstmal wieder ein paar Schritte laufen üben. Und ich glaube, da hinten gibt es auch irgendwo ein Babybecken. Ja, komm mal mit. Boah, zuerst gehe ich hier auf diese gelbe Rutsche. Die hat extrem viele Kurven. Die sieht mega gefährlich aus. Auch wenn die ein bisschen kleiner ist, aber die sieht richtig actionreich aus. Boah, von hier oben hat man voll die gute Aussicht auf die Rutsche. Boah, wie schnell er um die Kurve gerutscht ist. Boah, gleich bin ich dran. Nur noch eine Person vor mir. Yes. Boah, Luis, vielleicht kannst du mir ein bisschen beschreiben, was da so passiert. Ich habe meine Brille nicht auf und ich sehe nicht genau. Bin ich als Nächstes? Wo ist eigentlich Hanna? Hat sich wohl doch nicht getraut. Ist wahrscheinlich im Babyplanschbecken.
Obwohl, bei Mama und Lea ist sie ja nicht mehr. Hm? Hey, wo ist denn Hannah hin? Das ist jetzt komisch. Also ich gehe auf keinen Fall als erstes auf diese kleine Rutsche. Ich gehe direkt auf die große Rutsche. Ich habe schon sehr viel Rutschenerfahrung. Ich war in schon so vielen Aquaparks. Aha, und Louis ist anscheinend auf der kleinen Rutsche und Manuel auch. Hey Leute, ich bin hier oben. Oh, Hannah, du bist da oben auf der großen? Ja, okay. Das ist ja richtig krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Hannah sofort auf die große Rutsche geht. Weh, die sagt, dass die kleine Rutsche was für Babys ist. Dann komme ich hier da hoch. Die Rutsche ist doch nur was für Babys. Wer als erstes unten ist, hat gewonnen. Oh, die ist total steil. Oh, und jetzt Kopf über. Oh Mann, ich komme hinterher. Oh Mann, Platz da, wieso verstopft der Mann diese Rutsche? Der ist so langsam. Hallo, können Sie schneller rutschen? Aus dem Weg. Ich wusste, dass Hannah sagt, dass die Kleine für Babys ist. Okay, Entschuldigung, können Sie nicht schneller rutschen? ja, also irgendwie stecke ich hier fest. Okay, endlich ist er weg. Achtung, ich komme, der schnellste Rutscher der Welt ist da. Ich bin schon der Nächste. Also, ohne Brille sieht alles so verschwommen aus, aber sieht so steil aus. Kann ich da überhaupt runterrutschen? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Mir ist ein bisschen schwindelig hier oben. Und gelandet! Das Wasser ist echt frisch! Yay! Hannah, weg da, sonst rutsche ich dich gleich um! Weg da! Ja, ich bin auch im Wasser! Das Wasser ist so cool. Boah, das hat richtig viel Spaß gemacht. Was machen wir als nächstes, Louis? Hey, ja, das hat voll Spaß gemacht. Sollen wir nochmal rutschen oder sollen wir woanders hin? Okay, also es ist noch rot, sehe ich hier. Okay, das heißt, ich muss jetzt noch kurz warten. Aber ich sehe, Louis und Hannah haben sich getraut. Ja, okay, gut. Ich bin ja auch kein Angsthase. Ich muss jetzt auch beweisen, dass ich keine Angst habe. Okay, Augen zu und durch. Hoffentlich warten die beiden unten auf mich. Nicht, dass ich mich noch verlaufe. Okay, ist grün. Schnell einfach runter. Augen zu und durch. Platz da. Yay. Das war so cool. Ich will gleich nochmal rutschen. Hey, Sie da. Kommen Sie mal aus dem Wasser raus. Sie da vorne in der grünen Badehose. Was? Ich? Wer spricht da? Hannah, Louis? Hallo, hören Sie mich nicht? Kommen Sie mal aus dem Wasser raus, hier vorne. Ich rufe Sie. Sind Sie denn... Also können Sie mich nicht sehen? Nein, ich habe meine Brille nicht auf. Ich wusste nicht, ob Sie mit mir reden. Wo ist denn das Problem? Oh nein, was ist denn da drüben los? Wurde Manuel gerade etwa von der Bademeisterin rausgepfiffen? Ich bin jetzt da drüben, Lea, und du bleibst hier auf dem Stein sitzen und bewegst dich nicht. Nicht bewegen! Mama ist in 3 Sekunden wieder da. Also, es ist nicht gestattet, mit so Textilbekleidung sich hier im Wasser zu bewegen. Da haben wir auch überall Schilder stehen. Und Sie mit einer Cappy auf der Rutsche? Was sind Sie denn für ein Vorbild? Das tut mir leid. Ich hab meine Cappy ganz vergessen. Ich habe meine Brille ausgezogen, aber die Cappy habe ich dann komplett vergessen. Komm, Hannah, als da nächstes hoch. Hier hoch. Ja! Ja. Schnell die Treppen hoch. Also, es gibt einmal die Möglichkeit zu springen vom 3-Meter-Brett und es gibt eine große Rutsche. Wer macht was? Wir können ja beide gleichzeitig. Genau. Ich möchte vom Sprungbrett springen. Oder was hältst du davon, wenn wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Und derjenige, der verliert, darf entscheiden. Okay, alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, ich hab Papier. Oh, ich hab die Schere. Das heißt, du hast gewonnen und ich hab verloren. Aber ich darf entscheiden. Wir haben gesagt, derjenige, der verliert, darf entscheiden. Oh Mann. Voll komisch. Und ich entscheide mich für die Rutsche. Juhu. Okay, danke. Ich wollte auf dem Sprungbrett. Hannah rutscht schon und ich stehe hier oben. Das ist doch ganz schön hoch. Also, ich wusste gar nicht mehr, dass es so hoch ist. Entschuldigung, was ist denn hier los? Also, das ist mein Mann. Und warum wurde er jetzt hier rausgepfiffen? Was ist los? Ja, sehen Sie das nicht? Der hatte eine Textilkappe auf und das ist hier wirklich nicht gestattet. Wir haben hier genug Schilder dazu. Aber naja, ich will Ihnen jetzt hier auch nicht den Nachmittag weiter verderben. Er hat's eingesehen und dann noch viel Spaß. Oh, Manuel, da stehen doch wirklich überall Schilder. Musste das sein? Aber naja, komm. Immer Drama und Chaos bei Familie Feenstaub. Oh. Ich hätte vielleicht meine Kontaktlinsen anziehen sollen und... Ich habe ohne Brille einfach nichts gesehen. Okay, ich traue mich, ich springe und... Platz da! Das hat total viel Spaß gemacht. Oh, das war so cool. Ach, Manuel, warum müssen wir eigentlich immer Aufsehen erregen mit Familie Feenstaub? Ich meine, wenn das den Kindern passiert, aber jetzt wirst du hier rausgepfiffen von der Bademeisterin? Alle Leute haben geguckt. Ja, wir sind halt die Hingucker, Sonja. sag mal, wo ist eigentlich Lea? Ja, Lea sitzt doch...
saß doch hier. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich hier nicht wegbewegen. Wo ist denn Lea? Oh nein, sie kann doch noch nicht gut schwimmen. Oh mein Gott, wo ist Lea? Lea, Lea! Oh nein, Manu, und alles nur wegen dir und weil du von der Bademeisterin rausgepfiffen wurdest. Jetzt ist Lea weg. Lea, Lea, wo bist du? Guck mal, Hanna, was ist denn bei Mama und Papa los? Die sind ja extrem panisch. Haben die Angst, unterzugehen oder was? Hey, was ist denn los bei euch? Lea ist weg. Was? Meine kleine Schwester ist weg? Wo ist sie denn? Wer hat denn auf sie aufgepasst? Das ist jetzt egal, das ist eine lange Geschichte. Wir müssen jetzt Lea suchen. Wir teilen uns am besten auf. Lea! Lea, wo bist du? Ja, aufteilen ist eine gute Idee und ich gehe mal hoch, denn von oben hat man ja eine bessere Aussicht. Ich gehe mal hoch auf die Rutsche. Okay, also von hier oben kann ich sie nicht sehen. Ja, und der schnellste Weg nach unten ist über die Rutsche. Hallo, wir sind's nochmal wieder. Unsere kleine Tochter ist weg. Sie war gerade noch da und wir finden sie nicht. Sie heißt Lea und ist blond, ungefähr so groß. Können Sie bitte einen Ausruf machen? Oh nein, ein Kind ist verschwunden? Ja, natürlich. Ich mache sofort einen Ausruf. Also, ich gehe schnell darüber zu meinem Mikrofon. Achtung, Achtung an alle Schwimmgäste. Die kleine Lea ist verschwunden. Sie ist ca. 90 cm groß, hat orange-rote Schwimmflügel und blonde Haare. Bitte melden Sie sich bei uns. Oder Lea, wenn du mich hörst, melde dich hier einfach hier vorne bei der Information. Lea! Lea, wo bist du? Hä? Wer? Da drüben? Das könnte sie sein. Das ist doch Lea. Wie ist die denn auf den Wal gekommen? Die sitzt ja oben auf dem Schwimmwal. Hey Lea, wir suchen dich schon überall. Wie bist du denn da hochgekommen? Bist du etwa auch so eine richtige kleine Wasserratte wie wir auch und wolltest einfach mit uns mitspielen? Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ich war echt beunruhigt und zum Glück sind wir jetzt alle wieder vereint. Aber ich frag mich, wie Lea auf diesen Schwimmwal draufgekommen ist. Komisch, also sie kann doch eigentlich noch gar nicht laufen. Ja, Sonja, das frage ich mich auch. Aber ich glaube, das werden wir niemals erfahren. Hey Leute, halt, stopp, stopp! Wollt ihr noch mehr von uns sehen oder hören? Dann hört doch unsere Hörspiele. Die findet ihr auf Spotify, iTunes und Amazon Music. Gebt doch einfach Familie Vogel oder Spiel mit mir ein. Dann findet ihr alles. Viel Spaß beim Hören!